Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo in diesem Jahr. Denn es ist wieder soweit, es ist Oktober und eigentlich bin ich schon wieder ziemlich spät dran, denn mittlerweile ist der 2. Oktober und ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr. Es ist ja 9:45 Uhr. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr die Folge, also die Folge, was ich immer mit meinen Folgen habe, ich weiß nicht, ob ihr dieses Infovideo jetzt heute noch sehen werdet oder erst am 3. Ist auch egal, es ist Oktober, ich. Ne? Wird Zeit für ein Oktober-Infovideo. Was gibt es Neues im Oktober? Zum einen, das geplante Spiel Let's Play, was eigentlich jetzt kommen sollte, was ich Gott sei Dank im letzten Infovideo zwar schon so angedeutet habe, aber den Titel noch nicht verraten habe, bin ich echt froh, dass ich das auch noch nicht getan habe, denn wie so oft, ich bin vom Pech verfolgt. Es funktioniert nicht. Nein, leider nicht. Denn ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe das Spiel auf meinen Rechner installiert und wollte es starten, aber es passiert nichts. Ne, dieses Maus-Dingens da dreht sich, das was läuft, aber es passiert nichts. Es wird nicht geöffnet, es wird keine Fehlermeldung angezeigt, gar nichts. So, dann habe ich es natürlich wieder deinstalliert und nochmal neu installiert. Diesen ganzen Spaß habe ich ungefähr gefühlte 10.000 Mal gemacht, aber es hat nichts gebracht. Ich habe also in dem Sinne keine Ahnung, ob das Spiel einfach zu alt ist und mein Rechner deswegen keinen Bock drauf hat. Ich versuche es noch ein bisschen, aber ich sehe da ein bisschen schwarz, ehrlich gesagt. Bin ein bisschen enttäuscht, weil ich mich darauf gefreut habe. Aber was soll ich machen, ne? Ist halt so. Momentan läuft ja noch, laufen ja noch ein paar Projekte von mir. Natürlich weiterhin Creativerse als Let's Play Together mit dem Daryl Ballista. Und mir natürlich, ist ja klar. Ansonsten Silent Hill 3 läuft auch immer noch, wird auch wahrscheinlich im Oktober hin noch laufen. Aber ich bin, glaube ich, kurz davor, es zu beenden. Es werden nicht mehr so viele Folgen kommen. Also ich habe es noch nicht beendet. Aber ich stehe, denke ich, kurz davor. Und Wiggles läuft natürlich auch noch. Das wird wahrscheinlich auch ein längeres Projekt werden. Da bin ich noch gut dabei. Und da ist noch kein Ende in Sicht. So, allerdings, dadurch, dass mein Spiel nicht funktioniert, was ich als nächstes Let's Playen wollte, habe ich jetzt momentan ehrlich gesagt noch keine Ideen, was ich als nächstes bringen werde. Ich habe zwar noch einen ganzen Stapel, aber davon sind ja viele Point-and-Click-Adventure und ich habe mir vorgenommen, immer nur ein Point-and-Click-Adventure zu machen und derzeit ist es ja eben Ätna bricht aus. Und das habe ich noch gar nicht erwähnt, ne, dass Ätna bricht aus ja auch immer noch bei mir läuft und ich denke, das wird auch eine ganze Weile noch so sein, denn es ist doch schwieriger, als ich gedacht habe. Oder ich bin zu blöd, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es schwieriger als gedacht und deswegen werden da einige Folgen noch von kommen. Und nach Ätna bricht aus, wollte ich auf jeden Fall den zweiten Teil spielen mit Harveys neue Augen. Deswegen bin ich erstmal mit Point and Click auf jeden Fall ausgelastet. Ich wollte ja noch ein Horrorspiel noch spielen, aber ja, funktioniert ja leider nicht. Deswegen brauche ich ein paar neue Ideen. Wenn ihr welche habt, Vorschläge, Wünsche, was ich als nächstes Let's Playen soll, was ihr gerne bei mir sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich gucke, was sich machen lässt. Ne? Muss halt sehen, ob ich das Spiel habe, ob ich das kaufe, ob ich das kaufen möchte. Und wenn, ob es dann auch funktioniert. Ne? Das Problem hatte ich ja schon ein paar Mal. Entweder das Aufnahmeprogramm lief nicht oder ja, mein Rechner streikt einfach. Warum auch immer. So, dann lasst mich kurz überlegen, was gibt es noch Neues? So an sich. Ja, doch, es gibt noch was Neues, denn bald, ich glaube am 18. November, ist also gar nicht mehr so lange, bin ich ein ganzes Jahr lang, kann man so sagen, bei YouTube unterwegs, in Form von meinem eigenen Channel. Ja, dann habe ich sozusagen Jubiläum, einjähriges. Hey, ich weiß noch nicht so ganz, was ich machen werde. Auf jeden Fall habe ich was vorgenommen und ich habe gerade ein bisschen Besuch hier, verschwinde. Ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt die Kamera umnietet. Das war meine Katze, mein Kater. Ja, neugierig wie immer. So, jetzt hat er mich ganz aus dem Konzept gebracht. Ja, also ich habe einjähriges Jubiläum am Anfang, Mitte November sozusagen. Ich will mir da was Schönes überlegen. Ich weiß noch nicht so ganz was, aber irgendwas werde ich machen. Habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Ich hoffe, dass ich auch schaffen werde, denn ich bin momentan auch ganz stolz auf mich, so ein bisschen, dass ich meinen Upload-Plan, den ich neu erstellt habe, dass ich den bisher auch gut einhalten kann, bis auf so ein, zwei Ausnahmen, ne, wo ich mal ab und zu ausweiche oder abweiche, nicht ausweiche. Denn mein Problem ist halt wirklich, dass ich
arbeiten gehe. Klar. Nee, das Problem ist einfach daran, dass ich jede Woche einen anderen Dienst habe und sich das wöchentlich halt ändert und demnach kann ich es auch nicht immer um dieselbe Uhrzeit hochladen. Das will ich sowieso nicht. Also ich mache es einfach, wenn ich kann. Stört euch auch nicht, das weiß ich ja mittlerweile auch schon, ne? Aber ja, mich selber einfach, ne? Mein Ansporn für mich ist eben, dass ich das halt versuche regelmäßig zu machen und pünktlich. Oh Mann, sorry, die Katzen streiten sich hier schon wieder. Ja, genau. So, genau, das sind erstmal auf jeden Fall so der Stand der Dinge, wie es jetzt gerade momentan ist, ne? Ich feiere bald Einjähriges. Bin auch froh, dass ich noch dabei bin, ne? Also, was heißt, ich bin froh, ich kenne mich und ich habe gerne mein Hobby und das Hobby hört auch ganz schnell manchmal auf, ne? So schnell wie es begonnen hat. Aber dadurch, dass ich ja wirklich gerne Computerspiele spiele und auch schon wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, als ich halt, seitdem ich jetzt ein kleines, ja, Kind war, ne? Hat angefangen mit der Nintendo-Konsole und so weiter. Eigentlich schon mit dem Gameboy oder schon davor ja was. Ich habe keine Ahnung, was zuerst da war. Ja, jedenfalls seitdem spiele ich halt unglaublich gern und deswegen wird das wahrscheinlich auch so schnell kein Ende nehmen. Und da ich ja auch schon wirklich ein paar Zuschauer habe, die wirklich fleißig immer Kommentare schreiben und ja, die kleine Community, die ich mir da schon aufgebaut habe, ist zwar noch sehr klein, aber dafür ist sie total toll und ja, ich mag alle meine Zuschauer sehr gerne und freue mich immer über jedes Kommentar wirklich riesig gern und versuche auch wirklich immer alle zu beantworten, auch wenn ich es halt nicht gleich schaffe, mache ich das dann auch mal später noch. Ja, und ja, freue mich einfach und sage an dieser Stelle auch Danke dafür und hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Und wie gesagt, habt ihr Wünsche, Anregungen, was auch immer, lasst es wirklich da. Ich versuche mich zu verbessern, ich will mich auch verbessern. Momentan ärgere ich mich ein bisschen über meine Kamera, die ich mir extra zugelegt habe und die eigentlich an sich nicht schlecht sein soll, aber ich finde, die kommt mit meinen Bewegungen nicht hinterher. Dabei meine ich gar nicht so schnelle Bewegungen. Und da hinten seht ihr meinen Kater. Schön, ne? Ja, bewundert ihn. Okay, ja, ich schweife schon wieder ab. Ich glaube, ich habe schon wieder länger gesprochen, als ich eigentlich wollte. Ihr seid informiert für Oktober. Und ja, wie gesagt, ihr wisst Bescheid. Macht's gut, habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, was auch immer, wann ihr es seht. Habt viel Spaß auf YouTube mit meinen Videos, mit anderen Videos. Es gibt ja so ein paar, ne, in meiner Kommentarspalte, die ich auf jeden Fall super toll finde. Da müsst ihr auf jeden Fall auch reinschauen. Ansonsten gibt es noch ganz viele andere, die sehr gut sind. Und ja, ihr wisst schon, wie ihr euch den Tag vertreiben könnt. In diesem Sinne, macht's gut. Eure Aschner. Tschüss.